kommen zum 12. Spieltag in der ersten Toyota Damen Basketball Bundesliga. In der Hermann Kessler Halle hier in Nördlingen zu der Partie zwischen Eigner Angels und den Eisvögeln USC Freiburg. Als erstes finde ich die beiden offiziellen Spielsbegrüßen. Als ersten Schiedsrichter Andreas Ulbrecht und als zweiten Schiedsrichter Andreas Borasana. Grüßen nun die Gäste aus Freiburg. Bitte uns Paula Panacek. Nummer 8, Luisa Mutter. Willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wir grüßen recht herzlich aus der Hermann-Kessler-Halle zu Nördlingen. Danny, wie geht's dir? Im alten Jahr, immer noch fresh, also mir geht's gut, ja. Wie hast du die Feiertage verbracht? Ja, in aller Ruhe, wie man so ein Wochenende halt verbringt. Weißt du eigentlich, dass heute auch Feiertag ist? Nein. Was haben wir heute? Heute haben wir Basketballfeiertag. Ja, wir haben heute Milla Paunovic spielt in Nördlingen und da habe ich mich doch riesig gefreut. Wir haben heute Nördlingen gegen Freiburg. Es ist doch ein Knallerspiel zum Jahresausklang. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Muss ich mich wiederholen, aber das ist mal ein schöner Start ins Wochenende. Ja, und Halle ist voll. Ich habe keinen Parkplatz gefunden. Wo hast du geparkt? Ordentlich, da wo ich hingehöre, es war noch was frei, ganz hinten. Also von mir auch mal herzliches Hallo. Wie viele uns aktuell zuschauen, wissen wir nicht, aber ich hoffe, es sind einige liebe Grüße nach Freiburg. Ich habe mir auch schon überlegt, nachdem ja mit der Paywall jetzt wahrscheinlich weniger zuschauen. Martin, du kannst mal mein Insta einblenden. Schreibt mir auf Insta, wir grüßen heute alle Zuschauer, die zusehen, weil ich glaube, es sind nicht so viele und ich glaube, die kriegen wir unter. Alle Zuseher, wenn ihr gegrüßt werden möchtet, wir grüßen euch. Wir freuen uns, dass ihr zuschaut und ich glaube, wir haben ein richtig geiles Spiel hier vor uns. Ja, wir haben uns ja mit dem letzten beim letzten Heimspiel wirklich hier bestimmt einige Zuschauer in die Halle geholt heute. Das war ja der Knüller, wenn auch das letzte Spiel dann auswärts in Rheinland bei den Rheinland Lions nicht so toll war. Ja, krankheitsbedingt, aber da waren ja nur drei Spielerinnen überhaupt gesund. Aber wer ist denn heute Favorit? Naja, also wir spielen natürlich gegen den amtierenden Meister, das ist uns allen klar. Wir wissen, was Freiburg kann. Wir spielen aber auch Dritter gegen Neunter. Ja, auch das ist richtig, das sagt jetzt die Tabelle, das ist nur ein Stück Papier und ich glaube, so einfach wird es heute ganz und gar nicht. Der Kopf des Teams vom letzten Jahr fehlt ihnen wohl offensichtlich wirklich. Das ist immer eine, wenn nicht die wichtigste Position auf dem Feld oder im Team. Aber ich glaube, da ist genug Power und Verantwortung und auch Spielfreude vorhanden, dass das heute alles andere als leicht wird. Ja, die Angels zudem noch mit einer sehr kurzen Bank, mit 8 Spielerinnen nur hier im Heimspiel am Start. Es gab ja aus Angels Sicht noch eine wichtige Social-Nachricht über Weihnachten. Sammy Hill war zu Hause und ich habe mich ja gefragt, wie sie heißt, wenn sie zurückkommt. Sie haben nämlich geheiratet.
congratulations to the Hill family on their wedding. Ich habe was gehört, es wäre eine Traumhochzeit gewesen. Hast du was gesehen? Ich habe nur ein glückliches Brautpaar gesehen auf Fotos, aber... Schönes Brautkleid, sonst, erzähl doch mal vom Brautkleid. Ja, nee, das war nur 45 Sekunden. Das war so ein Tagesschau-Foto, da war nur oben... Tagesschau-Foto? Ja, halt, da war die untere Hälfte ja gar nicht zu sehen, also ich weiß nicht. Aber sie sahen sehr glücklich aus und auch Glückwünsche natürlich von uns, von mir. Und macht man mal so in der Winterpause, und die war ja so kurz wie schon lang nicht mehr, und als Kanadier heiratet man offensichtlich auch gerne im Winter. Aber war bestimmt schön. Was wollte ich denn jetzt sagen? Egal, ich vergesse. Ich weiß ja nicht. Ich meine, Sammy Hill heißt immer noch Hill, das war für mich das Wichtigste. Ja, für mich auch. Ich habe mich mal nach dem Nachnamen erkundigt. Der wäre wahrscheinlich gegangen, aber bleib mir bei Hill, weil sonst hätte ich da mit dem Namen noch lange überlegen müssen. Aber das sieht man ja häufiger, gerade auch so jetzt beim Biathlon ist es gerade so, Denise Hermann heißt jetzt Hermann Wick. Ja. Ich glaube, wenn du dann so eine Marke aufbauen möchtest, ist es schon auch wichtig. Ja, dass die Sammy Hill bleibt. Genau. Nicht, dass dann jemand überrascht ist, wenn dann keine Sammy Hill mehr und eine ganz unbekannte Spielerin heute 30 Punkte gegen Freiburg macht. Richtig, dann beim Altbewerten und... Das, ja, sie macht hoffentlich da weiter, wo sie die erste Saisonhälfte, was sie abgeliefert hat. Und da mache ich mir jetzt auch mal keine Sorgen. Also die Angels mit der klassischen Starting Five, Koskimis, die genannte Sammy Hill, Laken James, Joey Klug, Anissa Pounce. Bei Freiburg, Lyra, die Trommel sind auch da, Nufa, Paunovic, Little. Und wen habe ich jetzt noch vergessen? Reed. Also, auf geht's. Basketballfest zum Jahresende. Schweres Ding da. Aber da hätte man auch schon vorher abschließen können. Man hätte vielleicht, es war ein ganz knappes Ding, dass vielleicht Anissa sogar Schritte hier begeht. Ja, dafür hat sie da hinten jetzt zu wenig Schritte gemacht. Ja. Und verliert Nufa aus den Augen die ersten Punkte des Spiels. Hier wird gleich getrippelt, gedoppelt und trotzdem ist der 3-Punkte-Wurf frei, der leider noch nicht reinfällt. Aber egal. Ja, da ist einfach so viel Erfahrung unterwegs zum Korb. Schon krass, war 46 noch so eine auf so einem Niveau noch spielt. Also ich feiere das total. Ja, ich meine, wir vermissen unsere Mesi Obernor ja auch so ein bisschen. Ja, selbstverständlich. Die ist zwar noch nicht in vergleichbaren Altersdimensionen, aber da kann sie ja noch hinkommen. Ah. Oh, schwerer Wurf da für Little. Scuba Pass. Sehr schön, die finnische Connection. Oh, Sammy Hill kriegt da das Foul. War da auch wieder ganz kurz vor dem Turnover.
ja, dass wenn wir hier immer von unserem Problemviertel, drittes Viertel sprechen, ich spreche es schon ein bisschen arg früh an, ich weiß, aber jetzt ist auch so ein, oder der heutige Spieltag nach dieser Weihnachtspause ist ja auch wirklich alles andere als leicht. So ein Problemspieltag, würdest du sagen. Ja, Spieltag, ein kompletter Spieltag, ja. Weil selbst der Coach nicht wirklich weiß, wie sind denn so die Mädels drauf. Ja, den Korb haben sie jetzt ein bisschen verschenkt. Ja, da war Paunovic drei Köpfe größer als Olena Wasilenko. Oh. Ah, die Freiburger Bank will es nicht wahrhaben. Da ist ja, das ist auch schwer nachzuvollziehen und das sehe ich schon auch so. Ah, die Einwürfe unterm Korb ist kein Angels. Naja, ist auch nicht so unser Ding. Ja? Da gibt es oft mal Probleme. Jetzt wie gesagt, ja. Sehr schön. Das ist ein Foul, jawohl. Wieder schwer da. Ja, war. Schön getanzt, ja. Ah, für Joy Klug ist dieses Duell da heute ein Lehrduell, da kann sie ja echt viel lernen. In dieser Situation müsstest du natürlich Vollgas Basketball spielen, weil bei allem Respekt, das wird einfach Mena Paunovic auch nicht mehr über eine lange Spielzeit irgendwie, speziell vielleicht auch nach Weihnachten, nicht mehr gelingen, dass sie da immer auf der Höhe ist. Das wäre für mich jetzt so die einzige. Ich meine, Vollgas-Basketball ist Angels-Basketball. Ist es ja auch. Die Angels müssen nur ihr Spiel halt auch aufs Parkett bringen. Das haben sie ja häufig genug schon nicht geschafft. Ja, Joel zieht sich gleich mal zurück. Geht hier nicht mehr unter den Korb. Was sie meiner Meinung nach eigentlich tun sollte. Also weiterhin natürlich unter dem Korb spielen, um da Fouls zu ziehen und ein gutes Gefühl zu bekommen. Aber bei Freiburg, da ist auch irgendwie. Also auch mit Ring am Finger ist Sammy Hill noch schnell. Ja. Oh, schönes. Ja, das war auch schön. Ah. Gut aufgepasst hier. Kein Foul begangen. So, sehr Joey gut. Klug zieht zum Korb. Machen Korbleger, ja. Das ist so eine Situation, wo Männer einfach ja nicht mehr zurücksprintet und so macht Joey einen Korbleger. Also Joey muss unter dem Korb heute. Ja, aber da muss doch von den Mitspielerinnen die Hilfe kommen. Also ah. Auch gut gemacht. Ja, so langsam nehmen, glaube ich, beide Teams ein bisschen Fahrt auf. Ja, müssen wahrscheinlich erst noch hier den Weihnachtsglitter aus den Knochen spielen. So, und da sehe ich eine Aushilfszentrerin kommen da hinten am linken Bild. Am linken, ja, ja, ich auch gerade eben. Luisa Geisensöder ist zu Besuch, hat wohl etwas länger Weihnachtspause bekommen. Ja, ist vielleicht nicht überall die Saison so voll gestopft. Müssen wir mal gucken, ob wir noch ein drittes Mikro hier oben aufbauen können, dann darfst du mit. Das ist schwierig mit diesem Einwurf.
Da ist viel Rotation bei Freiburg. Da ist, oh ja, das ist Sammys Ding. Viel Rotation in der Defense bei Freiburg. Da ist natürlich immer eine freie Spielerin offen, die man dann finden muss. Ja, da stand Anisa Pounce schon da, bevor der Pass gespielt wurde. Da ist es natürlich einfach, das Offensivfoul anzunehmen und zu verkaufen. So, und jetzt Freiburg mit Tempo-Basketball für 3. Ja, der war auf der Linie, habe ich gesehen. Aber der Rebound ist nicht bei uns. Ah. Ja, für mich ist sowas immer kein Foul. Die gehen beide zum Ball, da hat keiner wirklich Ballkontrolle. Also nee, also ich glaube, dass da die Maria Maase Lagemann schon sehr gute Ballkontrolle hatte und das war ja vielleicht auch ein Fastbreak stoppen oder ein taktisches Foul einfach. Die sind schon ordentlich zusammengeraschelt. Ja, das auf jeden Fall, aber na gut. Gibt auf jeden Fall 2 Schuss, Freiburg schon im Teamfoul-Bereich. Oh, da kommen sie. Schön. Da schwärmt die Freiburg-Defense aus. Und da ist Olena Wasilenko mit den langen Fingern gegen Pauline Meyer. Schrittfehler. Ja, den Rebound muss man dann halt auch mal zugreifen. Pauline Meyer da jetzt mit dem 2. Foul, hat von der Bank auch direkt einen Hinweis bekommen? Hast du nicht mitbekommen? Nein, Entschuldigung, habe ich nicht mitbekommen. Du warst ja aufs Spiel fokussiert. Das ist okay, ich habe nämlich nicht verstanden. Ich wollte dich jetzt fragen, was das sein sollte. Olena Wasilenko verlegt hier den 1. Ai. Also irgendwann stelle ich mal für Sammy Hill so eine Radarkanone auf. Oh. So eine Speed-Kamera auf. Schon so eine Blitzpistole? Ja. So eine Laserpistole brauchen wir irgendwann mal. Leute, Rückspiegel, was macht ihr denn? Also das. Ich sag mal so, dieser Einwurf, dass der für die Angels war, war ja sehr überraschend und es war sehr fair von Mariam, den Ball zurückzugeben. Okay, das stimmt. Vielleicht hatte sie da eine bessere Sicht auf die Dinge und wollte da einfach dem Spiel aus Fairnessgründen. Ui.
Ja. Ball zur Sammy, da geht nichts schief, ne? Ja, da bin ich, ey, da, ganz ehrlich, da bin ich immer sehr viel beruhigter. Sehr schön. Oh, hat sie super abgeschlossen. Kriegt da aber ein Foul, James, ja, erstes, wirklich, ja, ich habe wirklich selten eine Spielerin gesehen, die so krass aggressiv zu ihrem eigenen Rebound geht. Das siehst du ja wirklich so selten. Also, und sie ist da oft auch erfolgreich. Jetzt hier mit dem Foul natürlich, aber sie ist so ein, wissen wir ja, so eine, ja, Kämpferin die, auch. Und die ist für mich so ein Mentalitätsmonster einfach. Ja. Also. Oh, schön! Ja, oh, das und ist wieder alles den Rebound, doch den Rebound, ja, geholt, aber tolle Bewegung da durch, die Defense durch. Durch zwei Verteidiger. Gut so. Ah. Ah, das war clever, sonst wäre sie durch gewesen. Ein crazy Move, gell? Alles total schnell und dann war der Spin zu schnell. Ja, müssen wir mal einen Haken, Lesezeichen setzen für unser Highlight Reel einfach, weil das. Ja, da ist sie vielleicht raus mit dem Ball. Timing ist alles. Timing ist alles. Ja, das ist der vierte Einwurf da unten. Und der vierte, und der vierte, der eng. Ja. Der. Da Bewegung noch. Ja, oder ja, die Dreier sind heute noch nicht. Das ist ja die Angels Stärke. Also bei Freiburg geht ja auch irgendwie gar nicht mehr zusammen. Es steht ja 8-12. Ja, also die zwei Körbe mehr. Da ist. Aber auch, dass sie da jetzt nicht zum Korb noch zieht, Lake and James. Und ich mein, du musst. Oh, puh. Jetzt wirklich die letzten Minuten. Schwere Kost. Das war sehr. Sehr leichtfüßig, sehr flott, einfacher Korbleger. Ja, da hat sie die Verteidigerin vor sich hergetrieben. Und da unten steht Lake and James schon. Geh hoch! Yes, jawohl, baby! Aber Lena, das Schuh ist offen, da musst du bei Gelegenheit vielleicht nochmal schnüren, aber wenn sie mit offenem Schuh Dreier trifft, sollten, ja, sie die vielleicht immer offen haben. Oh, das war auch ein super, super Backup. Anspiel. Aber Glück für die Angels und jetzt aber Pech für die Angels. Jetzt wird Zeit zum Schuhbinden. Genau, Lena kann in Ruhe den Schuh binden. Joey Klug kommt und sofort auf Freiburger Seite Mirna Paunovic. Ja, da muss der Coach der Gäste auch hier gut jonglieren, die Kräfte schön einteilen. Ja, aber es hat jetzt fast den Eindruck, als wäre Mirna Paunovic nur dabei, um Joey Klug zu verteidigen oder gegen sie zu spielen. Ich meine, die ist doch eine Waffe so oder so. Also. Die hat sich ja jetzt fast selber eingewechselt, als sie gesehen hat, dass Joey Klug wieder kam. Ja, da habe ich nicht hingeschaut. War sie da auf dem Sprung zum Auswechselstuhl, ja, sie, oder? Sie ist aufgesprungen, als sie gesehen hat, dass Joey Klug wieder kam. Ich weiß nicht, ob der Trainer es gesehen hat und was gesagt hat, aber. Mm-hmm.
So, dann grüßen, ich habe ja versprochen, wir grüßen alle Zuseher, die sich melden. Ja, wir egal, grüßen nach, nach Neuseeland, Kurt Wittmann, der Sabbatikalist ist gerade... Bei seinem, schlürft gerade seinen Morgenkaffee. Ja, schlürft seinen Morgenkaffee. So, Sammy Hill. Sehr schön. So, jetzt räumt die Uhr. Das wird Rasenberg alleine machen müssen. Oh. Ja, der geht noch weg. Oh, aber der zählt nicht mehr. Der geht noch weg. Oh, der zählt nicht mehr. Frage der Regie, kriegen wir eine Totale hin, ob der wirklich hinter der Uhr war? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen so mit dieser Entscheidung leben, was uns nicht schwerfällt. Ja, das war kann anders ausgehen. Ich meine, wenn es jetzt hier 13-19 steht, ist das ein ganz anderes Gesicht wie jetzt 13-16. Das ist One Possession. Ja, und ich wüsste... Okay, hier also, kommt gleich nochmal mal. Also, jetzt gucken wir mal. Blim, 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 blim. Da ist die Uhr an, okay. Da ist rot und da ist der Ball noch auf dem Weg. Also in der Hand. Ja, ich weiß so nicht so recht, was ich zu dem Viertel eigentlich sagen soll. Also Freiburg hat irgendwie ganz gut so angefangen, aber das waren irgendwie nur... Es ist noch kein Angels-Basketball, den wir hier sehen. Na, ganz und gar nicht. Aber auch irgendwie bei Freiburg flutscht es noch nicht so. Also das hat mir jetzt nicht so gefallen. Das ist nicht das hochklassige Spiel, was du dir erhofft hast. Ja, wie gesagt, das ist dieser Spieltag, der wirklich sehr schwer ist. So nach Weihnachten und da muss man mal erst wieder in Schwung kommen. Aber du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass die hier alle über Weihnachten Plätzchen und Schweinebraten klöten. Nein, es geht ja nicht um ist die das ganz nur der Rhythmus, oder? Ja, klar. Wenn man so eine Trainingswoche hat, wenn man nicht ans andere Ende der Welt fliegen muss und so weiter und so weiter. Also schön ausgeruht und dann kommen auch noch da die grippalen Infekte da dazu. Also das ist wirklich alles andere als leicht. Freiburg hat ja am 22. nochmal gespielt. Die hatten lange keine so ausgedehnte Weihnachtspause wie Nördlingen, weil Nördlingen ja den spielfreien Tag am 22. hatte. Ist es dann für die ein Vorteil, dass sie da nochmal gespielt haben, dass die Pause nicht so kurz war? Oh. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ist heute das erste Spiel nach dieser kleinen Pause. Ja, man sagt ja, man sind Profis, sollte eigentlich auch gehen, aber okay. Dann wollen wir mal gucken. Viertel zwei, geht, ne? Vielleicht sind jetzt so ein paar müde Knochen munter geworden. Vielleicht haben die Coaches noch ein paar Sachen sagen können. Ah, das ist ein bisschen. Ui, ui. Ja, da ist Joey Klug nicht die Richtige für den Ballvortrag. Aber die Shotclock steht auf 22. Das würde ich jetzt auch korrigieren, glaube ich. Ja, das waren noch Joey Klugs 22 Sekunden. Oh, ein runter. Okay. Wollen wir jetzt mal so kleinlich sein. Haben sie was anderes, also... Na gut, sie hatte Ballkontrolle, das war jetzt kein Offensiv-Rebound, den sie geholt hat. Also von daher. Ich habe jetzt auf die 24 Sekunden getippt. Ungewohnter Handling Error da von Sammy Hill. Ah.
Ja, die Angels haben ja hier zu Hause die Spiele gegen St. Louis und Osnabrück nicht erfolgreich gestalten können. Und denen ist es besonders gut gelungen, die Angels nicht in ihr Spiel finden zu lassen. Und da ist Freiburg auch gerade sehr gut dabei. Ja. Ah, war nicht unsere Auslinie da drüben, sondern ein Schrittfehler. Aber die Aura dieser Auslinie reicht vollkommen aus. Und mich hier. Ah. Ja, das. Das ist so einfach, ja. Also unterm Korb kann da, sieht da Joey Klug gegen Werner Paunovic, ich sag mal, wenig Land. Bislang. Ja, bislang, ja, kam ja auch die Hilfe wieder. Also verteidigen sie bisher sehr gut. Sie kam auch gar nicht zum Abschluss, also ja. Wenig Gefahr unterm Korb. Wir sind unterm Korb das einfach ist, zu ungefährlich. Freundlich, ja. Ausgedrückt, ja. Würde ich sagen, zu sagen, wenig Gefahr. Aber auch von draußen keine Gefahr. Ne, 13 Punkte jetzt nach 7,5 Minuten, 10,5 Minuten. Oh. Ja, nach gespielten 1,5 Viertel. Ach, ich bin verwirrt. Ich habe auch noch Weihnachtspause. Ja, da darfst du auch haben. Ja, ist jetzt noch nicht so prickelnd, ja. Das muss man sagen. Wenn ich mir unser Kampfgericht da drüben so anschaue, dann haben die, glaube ich, schon da Silvester. Ist mehr Stimmung, ja. Mir hat ja beim Spiel gegen Keltern hat mir ja sehr die Zone gefallen. Ja. Ist vielleicht auch was man mal, vielleicht hatte jetzt gut in der Kürze der Zeit auch nicht die Zeit im Training, das wieder mal aufzufrischen, aber es wäre eine Option. Nein, auf jeden Fall, die Zone hatte gegen Keltern sehr viel Erfolg. Ja, also unser Problem ist natürlich die Offensive im Moment und ich hoffe, dass ich das jetzt ändere. Ja. Sehr schön. Ja, aber in der Defense musst du hier auch noch zupacken, weil... Chui, ja. Oh. Toni flippt aus. Ja, Entschuldigung, aber Joey Klug, ja, steht da, lässt sie von sich abprallen und versucht... Ui. Ne, war dann völlig teilnahmslos unterm Korb gestanden, anstatt zu gucken, wo ist der Ball und wo muss ich mir den... Also... Ich weiß nicht, worüber er sich aufregt, aber das hat mich jetzt gerade geärgert. Ja, ich glaube, übers Gleiche. Sammy, genau, so sieht's aus. Ah, schade, schade. Ich dachte, jetzt ist das so ein Weckruf, aber der kann ja noch kommen. Hui! Ja. Da hat sie eine mitbekommen. Ja, aber dann steht sie wenigstens schon vorne, aber. Schön, schön getanzt wieder. So, und jetzt steht sie sogar richtig für den Rebound. Holt sich den nächsten. Ja, und zwei Offensiv-Rebounds waren dann einer zu viel. Ja. Ja.
Schöne Bewegung, schönes Teamplay. Da war wieder die Verteidigung von Freiburg irgendwie so, ja, zu hoch gestanden. Wie soll ich es ausdrücken? Irgendwie so im Passweg immer. Und dann war natürlich ein schöner Cut von Joey, der... Ja, aber sie hat sich bewegt. Und das ist doch auch der Schlüssel, dass du dich da in der Offense mehr bewegst. Ja, klar, wenn sie sich nicht bewegt, kommt sie von da nicht weg. Aber... auch das, naja, das zu erkennen, es war ja so eine Art High-Low-Spiel, das mit Lina jetzt, das sah gut aus. Ich sehe schon, komm, wir brauchen hier mal so ein digitales Zeichenbrett, wo du dann Spielzüge aufzeichnen kannst. Oder so ein Tablet, wo dann quasi du dann die in das Bild reinmalen kannst, damit du das erklären kannst. Wir machen einfach nochmal ich auch. An die Regie, wir machen einfach mal hier nochmal ein Replay, oder? Das ist doch bestimmt... Man muss dem Martin ja noch Ideen und Aufgaben geben, weil sonst wird dem vielleicht noch langweilig im neuen Jahr. Nee, dem ist kalt im Ü-Wagen. Ja, Mirna Panovic war da auch sehr unglücklich, fast schon ungehalten, dass da Joey Klug so frei unterm Korb so... Das ist aber so diese... Ich habe das häufiger bei der WM jetzt gehört, die Restverteidigung. Also wenn jetzt da die drei Außenspieler so rausstürmen. Nein, aber von ihrem Gestus, von ihrem Habitus her, hatte sie jetzt so den Eindruck erweckt, dass es nicht ihr Fehler gewesen wäre, sondern dass die anderen geschlafen haben. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Okay, das hast du erkannt. Also ich habe es ja nicht gesehen. Auf jeden Fall sind die Angels wieder dran auf 2, 20, 22, 5,5 Minuten noch zu spielen. Da haben wir eine neue Spielerin mit der Nummer 9 auf dem Spielfeld von Freiburg, war noch nicht hier bisher. Ja, Rasenberg hat vorhin den Buzzerbeater getroffen. Auch wirklich? Oh ja, nein. Also diesen Nicht-Buzzerbeater. Na, das war die Nummer 15, aber hier hat die böse Auslinie eben zugeschlagen und zwar zu Ungunsten der Angels. Ballverlust und Einwurf Freiburg. Olena Wasilenko kommt für Anissa Pounds. Ja, Anissa macht mir heute keinen so einen freshen Eindruck irgendwie. Die scheint vielleicht noch ein bisschen angeschlagen zu sein. Ja, Angels waren ja schwer durch Krippe gebeutelt. Ah, beinahe den Ballgewinn hier. Kam Olena Wasilenko wie so ein Irrwisch um die Ecke geflogen. Jo, ja, nice. Pauline Meyer mit dem Dreier. Da ist wieder genau so. So klappt es. Wunderbar. Schön reagiert. Wieder diese Trap da von Freiburg irgendwie. Also, wenn man da nicht lange mehr rumdribbelt und zwei Pässe zusammenbekommt, wie gerade eben. Jetzt, ja, sehr schön. Sehr schön verteidigt. Tip in hier, sehr athletisch von Laken. So, Joey Klug geht auf die Bank, Mirna Panovic bleibt. Also keine Dame-Defense. Hat übrigens gerade gegen Media am Hasse Lagemann verteidigt, also war nicht bei Joey Klug. Ja, das wäre ja auch zu absurd, wenn du da... Ui. So, ja. Noch keine Defense.
Ja, hat da Lake and James aus dem Gleichgewicht gebracht. Die wäre jetzt fast ins Ausgefallen dadurch und hat sich der Schiedsrichter gedacht, der pfeift mal. Warum klappt der Einwurf von der Seite so viel besser als der unterm Korb? Weil da so viel Platz ist. Ah, gut so. Weil da sehr viel mehr Platz ist, da ist kein Korb im Weg, kein Brett. Oh. Oh, ja. Gut gemacht. Little da mit dem... Little Hangtime von Little, ja, oder was? Das ist zufällig, ja. Ja, das mal. Das gibt noch einen wohlverdienten Freiwurf dazu. Ja, weil Maria Marcel-Langemann hat da resolut dazwischen gegriffen. Ja gut, resolut ist für mich, dass der nicht reinfällt, aber... ja, nein, aber das, war, Bonus, nur, Freiwurf, das aber war jetzt kein so ein Foul, wo du sagst, wo war das überhaupt ein Foul, sondern da war schon... Da gab's, ja. So, auch Hannah Little bindet ihre Schnürsenkel zu. Ja. Der war zu einfach. Und da ist gute Verteidigung und kriegt sie den unter. Ah, aber Rebound holen haben wir. Wo ist der Ball? Bei Freiburg. Ja, da hat sich Joey Klug jetzt mal gegen Mena Paunovic behauptet. Ja, es ist auch... nicht so, dass es Spaß macht, gegen Joey zu spielen. Da ist schon auch eine Körpergröße und Power dahinter. So, Freiburg, irgendjemand muss noch, okay. Mhm. Sechsmal rosa ist zu viel, ne? Little hat irgendwie eine Körpersprache, das sieht so aus, wie wenn sie so am Samstagnachmittag ein bisschen auf dem Streetballplatz unterwegs ist, habe ich das Gefühl. Also... Gut. Hat ein super Körpergefühl, Schläger, ne? Da gibt es sogar 10 Applaus vom Nördlinger Publikum und das will was heißen. Bei einem nicht bei einem nicht erfolgreichen Korb, genau. Ja. Ein reiner Aktionsszenenapplaus. Ah, die Shotclock, die Shotclock. Ui. Wer liegt da? Lake and James. Ah, die Wischer kommen von alleine. Ja, das ist ja... Timeout. Timeout, Nördlingen. Also das Spiel ist jetzt noch nicht so das, was ich mir erwartet habe oder erhofft habe. Die gute Nachricht ist, es ist nach wie vor noch spannend, weil das, was die Angels hier bislang aufs Parkett legen, ist ja, kein... Ja, es ist nur marginal etwas strukturierter. Irgendwie sieht es bisher, ich will nicht sagen, ja, nee, formulieren wir es einfach positiv, es sieht besser aus wie die ersten 10 Minuten. Irgendwie ist... bisschen mehr Struktur zu sehen als
als in den ersten 10 Minuten. Also das war wirklich... Ein Mühe vielleicht. Ein, ja, aber es ist immerhin da. Aber ich glaube, es ist noch mehr Entwicklungspotenzial da, als dass man sich entwickelt hat. Ja, das... Das ist... Kannst du das mir ist immer so. Das ist, das immer, ist so. Immer so. Ja, na bitte. Ist man denn... Man kann sich doch immer... Naja, aber wenn ich... Verbessern, ich meine entwickeln ja, als wenn Team. Wenn ich jetzt das klassische Angels Basketball, so das Kelternspiel... Na, da sind ja, wir noch also so weit dahin, weg von. Ja. Aber das war so ein Tag, an dem auch alles geklappt hat. Ist es vielleicht auch eine Kopfsache, dass du dann sagst, hey, das ist Keltern und Freiburg ja, ja, hat halt ganz den Namen? So, Sammy Hill, mal mit Bewegung zum Korb. Wir haben ja heute quasi auch alle guten Dinge sind drei. Ich meine, dass wir dieses Jahr nicht Freiburgs Lieblingsgegner sind bisher. Erinnere ich mich an Osnabrück, Angels, da ist es genau andersrum. Da haben die Angels dreimal verloren. Und wir werden mal sehen, wie das heute ausgeht. Aber Vorbericht aus Freiburg begann auch mit den Worten, wir reisen zum Lieblingsgegner nicht. Nicht, ja, das war sehr gut. Ja. Einwurf von da hinten. Okay. Ja. Ah, Sammy Hill. Die Angels haben die Chance, in Führung zu gehen und ich werde... Boah, das war schon ein bisschen echt nicht nett. Oh, frech. Ja. Von Lara, die jetzt 13 Punkte hat, kurz vor der Halbzeit. Testet kurz an, was macht Sammy Hill. Und dann gefällt ihr, was sie sieht und sie wirft ihr den Dreier einfach ins Gesicht. Da ist ein High-Low, ja. Scooper, genau, auf das habe ich gewartet. Ja, und die Halle ist auch wieder da. Letzte Spielminute. Genau. Sitzt am Boden, wenig ins Aus, oder? Ja, komm, warum nicht? Ja, okay. Also. Also ich muss wirklich sagen, Little wirkt so ein bisschen so indisponiert. So. Was wirkt sie? Ja, einfach so. Sie wirkt jedenfalls nicht wie gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, nee, so. So, 3 Sekunden noch, haben sie die Uhr im Blick. Das ist die Schützin von eben. Ui! So, Halbzeit. Heidenei. Heidenei. Ja, was war das? Sag du es mir. Ja, der Abgang in die Halbzeit war ja vielversprechend flott. Also wir steigern uns, wenn auch nur im Mühbereich, wie du es vorhin gemeint hast, aber... Also das, es sind in Phasen schon wieder unsere Angels zu erkennen. Das erste Viertel hat Freiburg mit 3 gewonnen. Jetzt haben wir mit 1 das zweite gewonnen. Wenn wir so weitermachen, machen wir Verlängerung. Ja. Okay, ist mir auch recht heute. Ich habe nichts mehr vor. Gut. Ich auch nicht. Ich habe auch dieses Jahr eigentlich fast nichts mehr vor. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in die Halbzeit.
Mal gucken, was die Kuchentheke hier am Freitagabend zu bieten hat. Ich weiß nicht, ob es bei euch an den Kühlschrank geht oder ins Badezimmer oder zum Schneeschippen. Nee, Schneeschippen glaube ich nicht. Freiburg hat es mal. Freiburg ist mehr schön als. Ich wollte halt sagen, Wetter. Da ist wahrscheinlich schönes Wetter und alle liegen mit Badehose irgendwo im Freibad oder so. Also, bis gleich. Wir sehen uns hier wieder und wünschen euch eine schöne Halbzeitpause. Bis gleich, ja. Wirklich, ja. Bewegung kann nicht. Mädels bewegen sich auf die Spielfeld.
So, herzlich willkommen zurück. Für alle, die sich gefragt haben, was es an der Kuchentheke in Nördlingen gibt. Flüssige Nahrung. Also wir sind ja zum Glück nicht Kampfgericht, wir dürfen zumindest leicht alkoholisierte Getränke zu uns nehmen. Die Qualität des Kommentars kann nur besser werden. Danke. Ja, wir sprechen ja immer wieder vom Problemviertel Nummer 3 bei den Angels. Und dadurch, dass man jetzt hier mit 2 Punkten Rückstand hier reingeht, ist es diesmal besonders wichtig, dass man hier auch eine gute Leistung aufs Parkett legt und nicht verschläft. Und, sind wir mal gespannt, was das die Angels ja jetzt hinkriegen. Das ist ja quasi das dritte Viertel nach der Weihnachtspause. Oh. Ja, das Problemviertel am Problemspieltag quasi. Ui. Ja, Problemviertel. Also, wann hast du Sammy Hill denn zuletzt ein Airball schießen sehen? Erinnerst du dich da überhaupt dran? Oder, Nö. Nicht einmal. So, und ich habe versprochen, ich grüße alle, die mir schreiben. Ja, und ich grüße Ella Löffler aus St. Louis. Von Oma Annemie, Nico und La Familia. Ja, sehr schön. Hallo zusammen. Ah, Elina Koskimi ist ja ganz frei. Ah, die Dreier. Gefühlt war das. War das der 6., 7., 8. Dreier und wir haben einen gesehen. Oh, das war jetzt auch ein wildes Ding. Oh, Offensiv-Rebound, was ist denn da los? Also. Ja, vielleicht ein bisschen hastig weggeworfen, aber gut verteidigt jetzt. Ah, Lake and James hat da irgendwie so ein bisschen einen mitbekommen. Joey Klug da jetzt mit dem ersten Foul erst. Das ist aber fast schon ungewöhnlich. Hannah Little bindet sich mal wieder die Schuhe. Und hat die Chance zum End-One. Oh, drin das Ding. So, der ist auch drin. Zweiter erfolgreicher Hill-Dreier am heutigen Abend. Mit Ring am Finger scheint es trotzdem noch gut möglich sein, Dreier zu schießen. Oh. Ja, da hat sie heute noch nichts Zählbares zusammengebracht aus der Mitteldistanz. Und insofern, auch der Wurf ging eben von Little nicht rein. Ah, ja. Schöner Reflex hier in dem Pass. Ja, da wäre Elina Koskimis. Da kommt wieder dieser komische Wurf. Warum findest du den komisch? Weil, also es sah gerade so aus, als wenn sie den nur dahin wirft, dass sie einen Rebound holen kann und unterm Korb dann reinschmeißt. Ach so, dass sie Doppelpass mit dem Ring spielt quasi. Sie hat, also das ist bestimmt der 5., 6. Wurf von der Baseline, die alle richtig schlecht ausgeschaut haben. So, Sammy Hill ist auf jeden Fall mal auf Betriebstemperatur, ist jetzt bei 12 Punkten. Defense!
Ah, Foul in der Mitte. Nicht von Joey Klug. Die da auch erstmal sehr unglaublich. Du hast dich, glaube ich, auch gerade geärgert, weil du gedacht hast, es geht gegen Joey Klug, aber es geht, glaube ich, gegen Anissa Pounds geht's, die da wohl. Schön. Aber wenn ich nicht weiß, wie nah wir an den 3 Sekunden da gerade gewesen sind. Also weit weg können wir nicht mehr gewesen sein. Was ist, ja. Oh, geh hoch. Jawohl. Oh, nee. Nein, 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 nein. Vor dem Schrittfehler war das faul, weil sie auf ihr drauf hängt, als sie in die Luft gesprungen ist. Aber die zwei haben heute ja auch noch irgendwie wegen so einem Winterblues, Weihnachtsblues. Aber die kommt, also auch alle Spielerinnen haben erst gedacht, es ist ein Foul. Ja. War ein Pfiff, mit dem keiner irgendwie gerechnet hat. Little steht, also ich weiß nicht, ich glaube, da haben die Schnürsenkel ihrer Schuhe mehr Spannung, mehr Spaß heute zu spielen, als sie. Also ich weiß nicht, war die zu lange zu Hause, hat die sich noch nicht auf die Zeitumstellung, aber. Passt zu ihrer Mitspielerin, die ihm aussteht. Ja gut, aber dass die Mitspielerin ihm aussteht, dafür kann jetzt Hannah Little nichts. Ja. So, die Angels gehen zum ersten Mal am heutigen Abend hier in Führung. 36-35. Und das in unserem Problemviertel. Ja, die kann werfen, da müssen wir aufpassen. Uiuiui. Oh. Nein. Ah. Ui. Jetzt ist aber echt... Schrittfehler. Ah, das ist Snake and James, also. Ja. Ah. Puh, hier ist was los. Ja, jetzt gerade geht's rund, ne? Ja. Pauline Meyer kommt zurück für Hannah Little, die aber noch nicht ganz mitbekommen hat, glaube ich, dass sie gemeint ist. Was? Ich? Also ich weiß nicht, sieht man ist die nicht aus, fit? Man, ja, für das spielst du schon viele Minuten, aber... Oder hat... Ja. Diskussion mit dem Coach, das schaut nicht gut aus. Ja. Oh. Das hat sie gleich gesehen. Da ist sie nämlich ihrem eigenen Wurf schleunigst hinterhergeeilt. Das wäre was gewesen, wenn sie den noch eingeholt hätte. So, was haben wir diesmal gesehen? Für Nufa, glaube ich. Ja, halten oder waren... War ein schöner Move eigentlich von Laken. Da hätte man sie. Wäre sie vielleicht durch gewesen, ja. Anissa, wäre doch jetzt mal ein schöner Moment. Rebound!
Ja, aber auch Joey Klug war da jetzt gerade wieder ein bisschen schlafmützig. Fahrlässig, ja. Ball bleibt bei uns zum Glück. War Hella Little da auf der Bank mit intensiven Zwiegesprächen mit dem Coach. Weiß nicht, ob das jetzt so ein richtiger Moment ist. Aber komm, also... Darf man den Gegenspieler ins Ausschubsen? Ja, gut, also es war jetzt hier nicht so. Oder, sie muss halt dann standhaft sein oder sich bewegen, aber. Oder du musst dich so positionieren, dass du weit genug ja, von außen und direkt hier, bist. Ja. Aber das ist sie hat. Ich wollte gerade sagen, die hat. Ja, also da das ist kein Foul, tut mir leid. Schwerpunkt nach unten und dann geht es nicht. Ja. Gut so. Ach, sehr schön, Joey Klug. Sieht da, dass Olena Wasilenko im Ballvortrag. Ja, da. Ja, Pauline Meyer ist jetzt nicht die unphysischste Spielerin. Ja, ne? Ist schon gut dabei, aber ist halt ihre Spielweise und man muss halt gucken, wie weit man gehen kann. Ja. Ah, ey, geiles. Wo hat sie denn, und online, wo hat sie denn den hergezogen? Ja, wirst du wahnsinnig. Ja, da ist aber was Lesezeichen fürs Auge dabei. Fürs Highlight Reel. Schöner Move, sehr schöner Pass, ja, auch nicht verkehrt. So, es scheint, als würden die beiden Mannschaften hier langsam den Weihnachtsblues ablegen. Nur die Sammy Hill Drives, die sind noch nicht erfolgreich, wie wir es gewohnt sind hier in Nördlingen. Oh. Oh. Rebound. So, sehr die gut. Kleinste mit dem Rebound gegen die Längste. Gut so. Ja. So, jetzt kommen wir langsam in das zu dem Spiel, was ich mir hier den ganzen so Abend erhofft habe. Jawohl. Ah, Laken James schon mit dem dritten Foul jetzt. Maria Massel-Lagemann kommt für Elina Koskimis. Bei Freiburg kommt Hannah Little zurück. Und wer war da noch dabei? Paruzik. Paunovic ist auch wieder draußen. Freiburg hat jetzt heute noch nicht so viele Freiwürfe verworfen. So, der zweite sitzt. So, Elina Koskimis hat nur sehr kurz Pause bekommen. Weil jetzt Mirna Paunovic eine Pause bekommt, kommt auch Joey Klug eine. Wieder ihren Rebound geholt. Und da vorne hat sie dort getroffen. Ah, Lena Wasilenko, die ist da. Geht da durch jede Lücke durch. Ui, aber da ist jetzt zu spät dafür. Das war auch ein schneller Tipp, den Ball weiter zum Korbleger. Das wird eine spannende Geschichte werden. Für zwei. Ah. Schade. Defense.
Zwei Schuss, Foul geht, glaube ich, an die Lina Koskinis. Erstes persönliches Foul. So, Schnürsenkel sind gebunden bei Heller Lüttel. Da können wir mal direkt ans Freiwerfen gehen. Freiburg jetzt auch mit echt einer ganz kleinen Aufstellung. Klein und schnell. Ja, ich meine, die Angel ist ja per se nicht allzu groß. Haben wir nicht irgendwo noch so ein Luisa Geiselsöder Trikot rumliegen? Die könnte man doch vielleicht einfach mal jetzt so. Ah, da wird wieder Druck ausgeübt. Und Foul. Freiburg erhofft sich die 8 Sekunden. Hinsetzen. Ja, aber Foul wird nach 17 Sekunden gepfiffen, also von daher. Hinten hinsetzen, sonst gibt's Ärger. Ratik jetzt auch mit dem dritten. Ja, das ist auch wieder für mich so ein, beide gehen zum Ball und ich meine, klar, du musst irgendwie gucken, dass du das abpfeifst, aber ganz ehrlich, für wen pfeifst du denn da bitte, ne? Also, Sammy Hill jetzt mit dem dritten Foul und gibt zwei Würfe, Lüttel ja. An der Linie. Kommen aber nicht so recht ran wieder jetzt oder geschweige denn mal ein bisschen vorbei an Freiburg, aber. Ah, das Geräusch war jetzt neu, das kannte ich noch nicht. Ja, ja, ich. Hab mich fast erschrocken. Hannah Little hat sich nicht erschrocken, sondern macht den einfach rein. Oh, und auch der zweite. Jetzt sind es 6 vor. Für die Eisvögel aus Freiburg. Was? Ja. War da Sammy Hill noch mal dran oder war da gar niemand dran? War gar niemand dran, ja. Boah, das war zu einfach. Super Pass. Ah, was die ist denn jetzt? Die Pässe sind schwierig, ja. Schwierig, sagst du? Und dafür ist das schön, was da Freiburg gerade hier aufs Parkett zaubert. Unsere Defense ist nicht gut, ja. Und da ist schon wieder so ein Pass. Ja. Und irgendwie wirken die Angels recht konsterniert gerade. Also Körpersprache mangelhaft, würde ich mal sagen. Und auch Toni ist da jetzt gerade gar nicht begeistert. Ah, dafür hier starke Angels-Ball. Ja, also Wenn wir den Hand auf den Ball haben, dann können wir da auch locker Schritte pfeifen, weil sie geht da zum Korb mit Full Speed und hält den Ball in der Hand. Ja, für mich eine Schrittfehler, aber kleines Gerangel, wie heißt das bei euch? Ein kleines Gerangel um den Was Ball. Was heißt denn bei euch? Ja, bei den American Footballern. Ich spiele zwar Rugby, aber ist okay. Ach, das habe ich gemeint, ja.
Ja, Wahnsinn! Wahnsinn! 10 Punkte, ja, die Führung für Freiburg jetzt. Wir haben 13 mittlerweile, das ist... Ein 13, Entschuldigung. Ein super Dreier da von Lehrer. So, die Sie macht jetzt noch den Buzzerbeater, pass auf. Das war... Offensivfoul, 2,9 ja. Sekunden noch. Und der Dreierschütze war der Einwurf unten am Baseline, hast du gesehen, da ist ein System, das von der Baseline aus funktioniert. So, anscheinend haben wir heute nur einmal Wischerkinder auf einer Seite, da ist der Anfahrtsweg immer etwas weiter, aber ich hatte jetzt eigentlich nochmal mit so einem Dreier, so kurz vor Schluss. Ja, ich glaube, da hätte sie Bock drauf gehabt. Also es sah schon so aus. So, 2,9. Ah, immerhin mal das Brett getroffen. Mehr als was ich in der Situation zu leisten imstanden gewesen wäre. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. ich schätze meine basketballerischen Fähigkeiten da, glaube ich, korrekt ein. Hast du gesehen, dass es dieses Jahr wieder einen Angels Business Cup geben wird? Ah, wirklich? Nein, ja, ich habe doch vorhin auf der Bande 19.3. Ja. Für alle, die mal hier selber Basketball spielen wollen, weitere Infos kommen da, glaube ich, noch. Ja. Aber wir können da auch mal hier aufs Parkett, wir zwei, du und ich. Wir zwei? So als, ja, wir können ja als Tech-Team gehen, das technische Team der Veranstaltung hier aus dem Ü-Wagen, unser Martin, die Kamerakinder. Ja, das und wir machen zwei. Wir mal Übertragungsmannschaft. März, da habe ich fange an zu trainieren. Ja, das letzte Mal hat es, das war ja... Wann war das? 2019, glaube ich, das letzte Mal. Da hat das Kampfgericht mich dann requiriert. Und wir müssten vielleicht mit mir mal Korbleger üben oder sowas. Oder ja. Überhaupt. Weil ausboxen kann ich unterm Korb. Ja, und also ich glaube, ja, und du kannst bestimmt ganz tolle Blöcke stellen am Ball oder so. Das war mir da schon. Da müsste ich erstmal wissen, wohin ich den stellen muss. Entweder nach rechts oder nach links. So, kommen wir mal zurück zu denen, die es wirklich können. 11 Punkte. Sind sie jetzt, die Freiburg vorne ist. Problemviertel hat zugeschlagen. Ja, ich wollte, das war so ein halbes Problemviertel. Ich wollte es eigentlich schon fast loben. Ja. Hab mich zum Glück zurückgehalten, weil das war zu Beginn des dritten Viertels ganz okay. Ja. Aber dann ist es schlecht geworden. Ja, ich meine, Sammy Hill hat mit 14 Punkten einigermaßen normalen Form. Lake and James mit 7 ist auch noch ganz okay, aber Anissa Bounce hat bislang 2 Punkte erzielt. Das ist halt weit unter dem, was sie normalerweise hier... Dieser kleine Zwischensprint hat auch mit Little zu tun, weil ich das Gefühl hatte, sie hatte gerade einfach Bock irgendwie und hat da einige gute Aktionen geliefert. Oi. Reed hat hier, glaube ich, zugefasst, ja. Zweites Foul. Du möchtest quasi Hannah Little bislang Lustlosigkeit dann attestiert haben, oder? Ja, wie gesagt, im dritten Viertel eben nicht mehr. Da ist immer diese böse Trap. Oh. So, jetzt haben wir kurz nach Weihnachten schon Ostern. Wir suchen das Runde. Ja. Ja. Alina Koskimis mit dem zweiten Foul.
Aber was ein toller Angriff gerade jetzt hier von Freiburg. Da war... Ja, die Joey war irgendwie zu weit weg von Linda Pavlovic. Die waren alle zu weit weg. Sie wollte hier noch den Speed stoppen vom Point Guard. Und dann weiß Minna Paunovic natürlich auch, wo sie hinpassen muss. Und so kommt es zustande und Little trifft gerade ihre Freiwürfe. Ja, Hannah Little jetzt auch schon bei 15. Und der Sammy Hill im Alleingang, das wird halt einfach nichts. Ja, es ist meist ist sie dann mit ihrer Geschwindigkeit auch nur mit dem Foul zu stoppen. Ja, und sie ist ja relativ sicher von der Linie. Aber trotzdem, wenn Sammy Hill immer zum Korb zieht. Ja, nur mit diesen Aktionen werden wir das Ruder nicht rumreißen, das ist richtig. Ja, so viel zum Thema sichere Freiwürfe. Ich hab's irgendwie kommen sehen. Oh, Mensch, Hannah Little ist gerade echt. Ja. Und Sammy übertreibt es gerade ein bisschen. Ja, das meine ich mit. Gut, das war jetzt eins zu viel. Ja, aber das ist das Duell der Elfer. Da ist wieder Meier am Start und jetzt drück ab, sonst. Ja, sehr schön. Ja, da hat selbst Coach Tony von der Bank reingerufen: Shoot! Ja, jetzt, wir müssen noch ein bisschen verteidigen. Ein bisschen verteidigen. Und Rebounds holen. Ja, ist ein nice Move irgendwie. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass die Angels hier mit einem kleinen, kurzen Kader spielen. Und das heißt ja, waren auch noch nicht alle wieder völlig grippe- und erkältungsfrei. Ja, sobald hier die Körner ein bisschen weniger werden, ist die Konzentration das Nächste, was nach unten geht und dann bist du im Kopf zu langsam und dann, ja, Freiburg nutzt das gerade aus. Oh, da ist mal 2 Pounds-Punkte. Vielleicht findet sie ja noch über die Mitteldistanz ihr Dreierhändchen. Oh, was ist das für ein Wackler da von Little? Das ist ja. Oh, und dann legt sie auch noch fast rein. Ich bin ja. Sag mal, wer hat denn der den Stecker gezogen, sondern den Stecker reingesteckt? offensichtlich haben die Worte irgendwie vom Coach, die kleine Unterhaltung, doch gut getan. Die hat jetzt so richtig Bock. Also in der ersten Halbzeit war die ja sowas von indisponiert. Es war ja unglaublich. Aber ja, noch nicht mal indisponiert. Die stand halt irgendwo zufällig da und hat dann, wenn sie einen Ball bekamen, reingemacht. Aber jetzt. Nee, auch nicht. Also ihre Wurfquote in der ersten Halbzeit ist unterirdisch gewesen. Ja, oder den einen, den sie da an den Ring geworfen hat. Wo du gesagt hast, die spielt doppelt was mit sich selber. Ja. Also wirklich wie ausgewechselt gerade. Ja. So. Ui. Als verheiratete Frau darf man das, glaube ich. Das ist der Marriage Move. Wow. So, auch bei Lake and James hat jemand jetzt den Stecker reingesteckt. Es sind aber immer noch 11 Punkte bei noch 7,5 Minuten zu spielen. Die Angels werden jetzt Stops in der Defense brauchen. Und dann Nisa, oh, der rollt raus. Ja, aber die Defense läuft heute nicht.
Sie geht. Ja. Das war ein Foul. Reed mit dem dritten. Na, hör auf zu diskutieren, das war ein Foul und fertig. Ja, gut, aber ich meine, er sagt es auch gerade nochmal, der Pusher von Sammy Hill, der so. War ja auch schon. Ja. Ne, Da ist schwer der Pass. Und da ist kein Platz mehr da. Oh! Sehr schön. Hat mir der Paunovic vorbei gemogelt, hat sie den. Ah, Joey Klug fängt jetzt auch das Schieben an. So, und diesmal rollt er rein. Oh, such's dir aus, wer nimmt das Foul? Vier, begleitet von vier Freiburgerinnen. Foul 16, 6. Paunovic mit dem zweiten. Paunovic war's, jawohl. 46. Auszeit Freiburg. Puh. Ja, du schaust so skeptisch rein, wie ich mich gerade so ein bisschen fühle. Ja, auch Anfang des dritten Viertels, wo wir diese 3-4 Punkte hinten waren und irgendwie nicht rangekommen sind. Und jetzt, ja, wir können natürlich in der Offensive Gas geben. Es läuft jetzt auch ein bisschen besser, aber im Gegenzug macht Freiburg auch immer was Zählbares. Und so kommen wir da nicht hin, wenn wir uns in der Verteidigung nichts einfallen lassen. Aber das ist heute ein richtiger harter Brocken und schweres Spiel. Kräftemäßig, mental schwer. Ja, puh, also ich bin skeptisch. Tatsächlich geht es mir genauso. Also es sind noch 6 Minuten zu spielen. Ja, wir haben noch massig Zeit für 11 Punkte. Ja, aber heute. Aber die Frage ist, wo soll es herkommen? Genau, weil heute sind 11 Punkte sehr viel. Ja. Sehr viel. Aber wir stecken den Sand noch nicht in den Kopf, oder? Nein, das machen wir nicht. Das sowieso nicht, aber. Hier muss jetzt eine Zone her. Eine Zone, du sagst eine Zone. Zonenverteidigung, um da mal wegen den Rhythmus irgendwie. Aber Freiburg hat so gute, schnelle Hände, Pässe. Ja, aber sie sind für uns unterm Korb im Moment gefährlicher als, ich würde sagen, von außen. So, die Shotclock steht bei 14, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Also Shotclock 14, aber Hannah Little braucht keine 14 Sekunden. Der Ball ist im Korb. Baseline-Wurf. Und fällt rein. Das ist der unglaublich. Ja, das Glück des Tüchtigen. Pauline Weyer bekommt dafür jetzt einen Foul. Und ja. zwei Schuss für Olena Wasilenko. Ja. Ja.
Naja. Ja, genau. Ui. Gegen Hannah Little muss man sich jetzt was einfallen lassen. Um diese 10 Punkte. Kann es sein, dass die vielleicht auch jetzt irgendwann demnächst überdreht, sage ich mal? Weil mein, die läuft gerade echt heiß. Und der Pass, den sie gerade da gespielt hat, war schon irgendwo so ein bisschen... Joey Klug jetzt auch mit dem 4. persönlichen Foul. Und Andrews auch jetzt im Teamfoul-Bereich. Das heißt, die nächsten 5 Minuten könnten noch freiwurflastig werden. So, ich sage mal, das Sakko ist aus. Das Sakko ist aus bei Coach Toni. Ich glaube, er hat zur Aufholjagd geblasen. Ja, da sehen wir es nochmal. Ja. So, das ist das taktische Zeichen an die Mannschaft. Jetzt legen wir los. Die Ärmel sind hochgekrempelt. Da drüben steht dann dieser Bounce und ist ganz traurig, weil sie schon ganz frei gewesen ist. Ja, es ist dann heute die Pässe über zwei Gegenspielerinnen drüber und dann zum freien Mann, die sind auch echt schwer, dadurch die Zone auch, man soll es vielleicht anders lösen, übers Eck irgendwie, aber da müssen natürlich auch alle mitspielen. So, Hannah Little bittet mal wieder zum Tanz und Elina Koskimies hat da nur Rollerblades an. Das war jetzt ein kurzer Einsatz für Pauline Meyer. Er rollt raus. So, jetzt wird nochmal die Sache mit dem Sakko, glaube ich, erklärt und dass es jetzt losgeht, Danny. Ja. Es sind noch 11 Punkte, 4:34 zu spielen. Jetzt muss er sich was einfallen lassen, ja. Weil sonst ist das Ding durch, glaube ich, ja. 4,5 Minuten, 11 Punkte heute. Puh. Ich glaube auch, die Entscheidungen, die man trifft, ne, so diesen, dass Anissa Pounce da stehen gelassen wird, da ist heute irgendwo nicht so der Drive drin. Man ist nicht im Flow, man ist nicht im Rhythmus, wir sind so ein bisschen, ja, Abstimmung. Die Abstimmung ist nicht so fein oder ist... Ist das wirklich diese Pause, die das... Ich glaube, ja. Ja, ein bisschen. Und so, alles, was so dazu kommt. Ja, ich erinnere mich noch dran, letztes Jahr, glaube ich, war das erste Spiel dann ein Pokalspiel, da kam man dann aus der Corona-Quarantäne noch raus, wo man auch komplett ohne
Rhythmus war. Die Elsys geht dann am Sonntag in der Woche weiter in Osnabrück, bevor wir dann am 15. die Rheinland Lions hier begrüßen. Also die Aufgaben werden nicht leichter, die vor Ihnen liegen. Ja, das ist wohl wahr. Mir wird aber trotzdem nicht bange durch die tollen Auftritte. Ach, und danach geht es übrigens nach Keltern. Ja. Ja, Sammy Hill wird da komplett über das ganze Feld gejagt von der Eisvögel Defense. Oh. Ja, da ist durch die Gegend dribbeln ist nicht die beste Idee. Wenn du gedoppelt wirst, dann muss sie schauen, dass sie schnell passen kann und dann ist nämlich eine frei von uns. Wir haben das heute schon ein paar Mal hinbekommen, aber dich hier aus dieser Trap zu lösen mit dem Dribbling, das bringt uns nichts. Ja, aber das ist der Punkt. Ja, wenn du das Gefühl hast, du musst was machen, du willst was machen, dann gibst du den Ball halt leider auch ungern her. Ja, möglich. Ja, also da ist sie wirklich irgendwie. So, Jahresende für Joey Klug. Hey. Fünftes Foul. Gutes neues Jahr. Ich glaube nicht, dass sie jetzt schon einen Shampoos aufmachen hier nach dem Spiel heute. Ganz sicher nicht, ja. Um nochmal auf Little zu kommen, die hat sich wirklich, ich muss schon sagen, wirklich toll präsentiert in der zweiten Halbzeit. Sie ist ja mehr oder weniger eine andere fast Spielerin, nicht, ja, oder? Fast auch nicht mehr zu stoppen jetzt gewesen. Sie hatte immer, wie oft sie jetzt in der zweiten Halbzeit an der Freiwurflinie stand und bis auf vielleicht zwei verschossen hat. Coach Tony signalisiert den Angels auch immer, Ballvertrag sie enger ranzunehmen, aber da ist auch viel Respekt. Sie hat einen unglaublich schnellen ersten Schritt, wenn sie anzieht, die ist schnell an dir vorbei, also da... Ja, an mir sowieso. Ja, und bei Hill gegen Little... Weiß ich nicht, wer da heute als Punktsieger hervorgeht. Also Freunde werden die heute nicht mehr, ja? Ach, das weiß ich gar nicht. Die behaken sich zwar hart, aber ich habe es nie als unsportlich überhart empfunden. Ne? Also es ist schon allgemein, es ist, geht schon gelegentlich zur Sache. Also es, Freiburg hat hier schon auch alles reingeworfen. Aber warum auch nicht? Ja, ja, aber klar. Aber das ist doch das, was den Angels heute fehlt, dass sie alles in die Waagschale werfen. Ja. Die sind entweder noch im Weihnachtsurlaub gedanklich oder schon an der Silvesterfeier. Ja. Der einhändige Korbleger, der hat natürlich jetzt auch nicht funktioniert. Ja. Ja, der Pass war jetzt nicht so raus auf Hill, dass sie dann den Dreier schießen kann. Ja. Das sind auch so Kleinigkeiten, die das heute einfach entscheiden. Ja. Wäre wahrscheinlich. Pauline Meyer jetzt auch Feierabend. Wäre wahrscheinlich so. Die macht eher einen Sekt auf, glaube ich, heute. Möglicherweise, ja. Hat aber auch ein paar sehr seltsame Foulpfiffe bekommen heute, Pauline Meyer, finde ich. Naja, so 50-50 Entscheidungen. Ja, gut, in der Körperlichkeit, manchmal pfeifen Schiedsrichter das halt ja gar nicht und manchmal wird sie da halt aus ihrer Art, Basketball zu spielen, so ein bisschen verunsichert und dann
Es sind übrigens nur noch 7, was Freiburg vorne ist. Ja, das ist schon... Und noch 3 Minuten. Jetzt 1-2 Stops vielleicht noch in der Defense. Schüttfehler, come on! Ich mag auch die Energie, die von der Eisvögelbank kommt. Also ja. Da kommt nämlich Energie. Da kommt, also die spürst du bis hier hoch. Ich meine, es ist einfach, also ein Dreier dann zu feiern, aber gefühlt feiern die jede Aktion da drüben ab. Laken James gegen Hannah Little. Da wird sie aber mal sauber abgeräumt. 4-1, was machen wir draus? Nein, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ja. Auszeit. Das war jetzt ein 4-1 und du machst da 0 Punkte draus. Ja. Ja, auch dieser Pass vorhin zum Dreier, den die Sammy dort nehmen wollte, das hätte gegen Keltern vielleicht alles gepasst. Diese ganz vielen Kleinigkeiten, die heute nicht genau sind. Sammy Hill hat 21 Punkte, Hannah Little auch. Ja, aber sicher keine gute Quote. Sie hat schon eine Ladung, auch Ballverluste und so. Also ich kann heute leider auch meinen Hut nicht aufsetzen, weil es gibt wahrscheinlich nichts zu feiern heute. Doch, wir machen jetzt mal mal gucken. Du, ich jetzt find, muss ich geht. Mein Mikrofon wieder finden. Es wird jetzt langsam Zeit, die Party steigen zu lassen, Danny. Ich warte noch ein bisschen. Wenn wir mal aufs Angels-Jahr zurückgucken. Wir haben jetzt einen tollen Start in die Saison dieses Jahr. Aber Resümee jetzt der Saison, die, was war das, 21-22, da war es, glaube ich, eher nicht so gut. Ne? Da war ja dann nochmal Corona am Ende, Playoffs verpasst, das kann nicht zufriedenstellen. Ja, also ich, wir können eigentlich schon, wir sind Dritter gewesen jetzt vor diesem Spiel heute und puh. Also ich bin schon zufrieden. Ich will jetzt noch mal das letzte Aufbäumen der Angels noch mal hier. Ja. Aber da brauchst du kein Aufbäumen, da brauchst du den ganzen Wald. Oh. Ne? Also. Ja, Dreier-Schützen brauchen wir jetzt. Und zwar die ja, drei. Und Offensiv-Rebounds. Ah, gibt's das? So, da kommt immer durch, Sammy Hill. Das ist, warum ist denn da jetzt auf einmal so viel Energie in der Verteidigung drin? Warum haben wir das nicht die letzten 39 Minuten nur annähernd so gespielt? Ja. Haben die sich das jetzt nicht aufgehoben für die letzten 70 Sekunden? Oder? Ich kann es dir nicht sagen, wieso man diese Energie... Ich meine, bei Hannah Little hat irgendjemand den Stecker gefunden. Bei den Angels haben sie jetzt auch irgendwo den Stecker gefunden. Aber halt nicht Mitte des dritten, sondern Ende des vierten Viertels. Also bei Freiburg ist richtig Alarm auf der Bank. Ne? Es ist auch klar, dass die... Ja, vielleicht haben sie vom Coach eine Silvesterparty versprochen bekommen, wenn sie gewinnen. Na, oder die so. Wollen da unten raus, weil sie da auch nicht hingehören und... Was haben wir? Auszeit, okay. So, jetzt kommt Danny. Wir setzen jetzt mal unsere Partyhütchen auf. Es steht dir auf jeden Fall deutlich besser als mir. Ja, das ist keine Frage. Danke.
Ja, ein zu feiern noch. Haben wir nichts, aber wenn wir ja, komm, machen. Also wir haben keine Chance, aber die wir haben gerade gesagt, Angels waren Dritter vor diesem Spieltag. Das ist doch was wir feiern können hier und jetzt. Ja. Aller guten Dinge sind drei für Freiburg. Ja. Oder machen wir hier zu früh den Deckel drauf? Kann. Nee, ganz und gar nicht. Oh, hier geht was. Oh, hier geht was schief. Wieso was geht? Ja, Freiburg hat es auch heute unterm Strich verdient. Das muss ja, man einfach absolut. Ehrlich sagen. Das Deckel kannst du drauf machen. 10 Punkte in der Minute schaffen wir nicht. Jedenfalls nicht heute. Ja. Und einen Luka Doncic haben wir nicht, den wir noch irgendwie. Genau, dass der nochmal schnell 60 Punkte macht oder so. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich noch am Anschluss direkt Live-Interviews vom Spielfeldrand ja, machen. Erinnere mich, dass ich da das Hütchen vorher abnehme. Warum? Ja. Wir feiern ein tolle Angels-Hinrunde jetzt, Danny. Ja, genau. In der Hoffnung, dass wir... Du musst es mal so sehen. Auch in der Hinrunde haben die Angels das erste Spiel verloren und dann eine überragende Hinrunde gespielt. Und jetzt verlieren sie auch das erste Spiel der Rückrunde und werden dann eine überragende Rückrunde spielen. Ja. Lincoln James steht und steht und keiner möchte. Ja, und da ist irgendwie auch... Die Uhr läuft und läuft und läuft. Kann man einen Foul pfeifen. Weiß ich nicht, ob wir über Kann sprechen müssen. Und das dann jetzt so hart zu verteidigen und mir Napaunovic an die Linie zu schicken. Ich meine, da hätte man die 8 Sekunden nach. Hätte. Wäre Fahrradkette, ne? Ja. Du, unser Kampfgericht hat das Hütchen abgenommen. Ja und? Deswegen müssen wir es ja jetzt aufziehen. Glaubst du, Toni zieht noch so ein Hütchen auf heute Abend zum Interview? No. Ja, ich glaube, die Männer hat schon ein paar Freiwürfe geworfen in ihrem Leben. Ja, aber ja, sie... Ne, die ist da cool genug jetzt. Ja. Timeout nochmal, Freiburg. Weißt du noch, wie das Hinspiel ausgegangen ist? Geht es noch um den direkten Vergleich? Oder? Nee, habe ich jetzt kein Ergebnis parat. Wollen wir mal in unsere Stadionzeitung gucken? Es wäre natürlich Freiburg zu wünschen, dass es dann relevant werden würde. Habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, aber sei es drum, da kriegen wir jetzt noch ein bisschen mehr Basketball. Freiburg dürfte damit über den Strich springen. Und wer weiß, wie in Sachen Lizenzierung und so das alles weitergeht. Das sind ja spannende Zeiten in der DDBL. Keltern hat auf jeden Fall Osnabrück geschlagen. Saloui gegen Alba gewonnen. Für Herne schaut es gut aus gegen Halle. Und Rheinland-Lions und Marburg sind gleich auf Mitte des Dritten. Ja, also das kann noch eine ganz spannende, verrückte Rückrunde werden. Da sind ja ein paar Teams in der Hinrunde doch schlecht ganz gestartet. Ja, Freiburg, Herne, Marburg auch, Halle. Und alle die Siege, die wir haben, die haben wir. Gerne hätten wir den heute auch mitgenommen. Aber und war heute nichts zu es holen. Es sind viele Mannschaften schlecht gestartet. Und ich habe irgendwie so die Befürchtung, die Angels mit einem dünnen Kader jetzt erkrankt und alles.
Oh, ja, das war so ein Bauerntrick aus Freiburg. So, Sammy Hill. Ja. Lässt du dein Hütchen auf? Also, Frau Recht. Also jetzt auch nochmal Auszeit Freiburg. Ja, ich glaube, hier geht es ein bisschen um einen direkten Vergleich. Kann uns das mal jemand mitteilen? Ich gucke einfach mal. Es gibt ja unsere tolle Swish-App. Und da ist es doch bestimmt rauszufinden, Herr Michler. Jetzt müsste ich es nur noch finden. 14. Mit 14 haben die Angels gewonnen. Und das sind aktuell 8. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das so deutlich war. Aber mit plus 11 aus dem letzten Viertel damals rausgegangen in Freiburg. Da, 19.3. Business Cup. Weitere Infos folgen, Danny. Haben wir einen Neujahrsvorsatz, oder? Also, ich kann mich erinnern, ich habe da schon mal mitgespielt und habe hier gegen die Feuerwehr Nördlingen gespielt im ersten Spiel und das war der erste Business Cup. Und da hat man noch aufeinander eingedroschen. Also mittlerweile ist das keine Sorge, ich bin jetzt dabei und ich passe auf dich auf. Und ich habe meinen geliebten kleinen Finger hier so dermaßen... Dein Lieblingspinky sozusagen? Ja, genau. Krumm gemacht. Das war jetzt nicht so prickelnd, aber... So, aus die Maus. Aus die Maus, ja. Hütchen auf. Aus die Maus, Hütchen aus. Ah, du bist gerade echt geknickt, oder? Ja, klar ist man geknickt. Ich denke schon, dass so ein Sieg zur Rückrunde echt so ein richtiger positiver Push gewesen wäre. Ja, aber jetzt überleg mal, du gewinnst die nächsten 3 Spiele gegen Osnabrück, Rheinland und Keltern. Ja, gut, wenn wir das aber machen, dann bin ich dann ja jetzt gleich wieder beruhigt. Dann nimmst du die Niederlage heute mit. Nehme ich mit und Freiburg ist uns ja seit vielen Jahren wohlgesonnen. Die brauchen auch ein paar Punkte da unten. Und wenn du sagst, wir gewinnen die nächsten 3, dann kommt's. Ich sag, wir gewinnen die nächsten 3 und dann geben wir den Freiburgers den Sieg heute mal mit. Ja. Sagen Glückwünsche in den Breisgau. Bus steht vor der Tür. Direkt vor der Tür. Ich dachte mir auch schon, das ist dann eigentlich Feuerwehranfahrtszone. Aber, ja, bei dem greislichen Wetter heute, da ist es schon mal drin. Ja, ich muss laufen, dann wieder zum Auto. Ich habe noch nicht meinen Schirm dabei. aber ein Hütchen, oder was? Also, Glückwunsch nach Freiburg. Verdienter Sieg hier heute, 69-77. Sind wir mal gespannt, wen wir hier gleich zum Interview mit Thomas Lambert sehen werden. Ja. Wir sagen an jeder Stelle auf jeden Fall schon mal Danke an alle, die es mit den Angels halten, die Angels unterstützen, sei es mit tatkräftiger Unterstützung, sei es mit dem Schmieren von Semmeln und eben auch an die ganzen Sponsoren, ohne die das einfach nicht möglich wäre. Ja, diese ganze große Gruppe da hinter dem Team, ist ohne die wäre nichts möglich, das ist richtig. Und jetzt schauen wir, wen der Thomas sich zum Interview holt. Da hat jetzt natürlich jede Lust drauf, aber... Die Freiburger... haben da einen Edelfan da anscheinend dabei? Das ist bestimmt der Busfahrer. Ja, das kann natürlich sein, dass das der Busfahrer ist. Wenn wir noch ein bisschen nach rechts schwenken vielleicht mit der Kamera, dann sehen wir den Busfahrer auch noch. Ehre, wem Ehre gebührt.
Vielleicht ist es auch nicht der Busfahrer, sondern der Vereinspräsident, ich weiß es nicht. Es wäre natürlich jetzt peinlich, wenn wir den Vereinspräsidenten als Busfahrer bezeichnen. Ja, also auf jeden Fall hat Freiburg einen Fan dabei, der war da ganz brav mit allen gesessen. Ich hätte ja auch eine Aktion gemacht für 1,99. Macht den Bus voll, alle Fans, die ihr mitbringen könnt. Thomas Lamberts ist zurück. Wir sehen... Lambi, hörst du uns? Daumen hoch? Ja, das hört er schon. Du musst es nicht auch noch sagen. Die Regieanweisungen hört sonst da draußen ja wieder keiner. Ja, jetzt, er hört gar nichts, aber die Regie kommt jetzt gleich mal raus. Dann können wir auch also gleich... Ich habe auf jeden Fall Lippen lesen. Ich habe die Lippen gelesen, sagen wir so. Und der Coach Toni kommt. Ja, habe ich auch so, vernommen. Technisch haben wir noch ein kleines Problem. Naja, man muss halt man muss quasi den Kopfhörer in den Ausgang und nicht in den Eingang stecken. Ei. Hätte ich jetzt mal spontan gesagt. Gut. Oh, das ist doch immer undankbar. So ja, die Tücken der Technik, ne? Und wenn man dann. Wenn ja, man ich meinte, da musste nach dem Spiel da Rede und Antwort stehen, oh, da würde ich das sagen, hey, lass mich einfach mal... Aber ganz ehrlich, Augen auf bei der Berufswahl. Ja, du hast recht. Ne? Also, du hast, wie viele Grundsteuererklärungen noch, die du zu bearbeiten hast? Ach nee, du bist im das anderen bin ich Fach. Nicht. Du bist Glück. In einem anderen Fach. Ja, nein, das habe ich noch zu Dieses tun. Dieses Jahr ist Geschichte. Ist Geschichte. Alles abgearbeitet. Hast du Urlaub gehabt jetzt? What? No. What? Kenne ich nicht. Im Dezember. Ah ja gut, Jahresende. Ne? Da muss noch so allerhand wahrscheinlich beurkundet werden. Und, so sieht's aus. So, jetzt. So, dann... mal zum Wesentlichen. Dann schauen wir mal, ob das jetzt gleich klappt da unten. Ja, der Jochen muss noch aus dem Weg, aber das klappt. Jawohl. Ja, ich bin da immer noch nicht so ganz zuversichtlich, dass die das technisch da unten hinbekommen. Und ich weiß auch nicht, wer gerade weniger Lust hat auf das Interview, der Toni oder der... Oder die Technik. Toni, Thomas oder die Technik. Triple T. Ja, ich glaube, wir können loslegen da unten, oder? Ja. Dann gehen wir mal runter ans Spielfeldrand. Ja, vielen herzlichen Dank. Das hat heute ein bisschen länger gedauert, fast ein bisschen länger als die Auswechslung von der Frau Little von Freiburg. An meiner Seite, allseits bekannt, Angels-Trainer Toni Imre. Let's talk about the year. I think nobody could expect that we are the third in the roster now, Rheinland Lions, and who's second? Hannover, and then Eigner Angels. If anybody asks you, do you expect this at the end of the year, you would say yes or no. Ich habe ihn gefragt, ob das der dritte Platz, den die Eigner Angels jetzt immer noch haben, unbedingt zum Jahresende zu erwarten war. Well, if I want to see this story on this side, yeah, it's a nice result. Yeah, we can say that was not our expectation, but on the other side, of course, that was our expectation. So we have a good team, good players. So I think we deserve this position to be on the third place in the championship now, in the halftime. Okay, also man konnte es nicht erwarten und irgendwie doch erwarten, aber letztendlich meinte, hat es die Mannschaft verdient, das muss ich jetzt sagen, da hat er nicht unbedingt Unrecht. Let's talk about some crazy games, like maybe today, like Osnabrück or like Keltern. The preparation for the game against the Rheinland Lions last week and this week wasn't as well as you wanted to have. We had a lot of sick people. Anissa
only 6 pounds, Anissa Pounds, only 6 points, sorry. Ich habe ihn gefragt, wie denn das jetzt mit den Trainings war, durch die vielen Krankheiten und Verletzungen, die wir haben. Die Vorbereitung gegen Rheinland-Lions war nicht so optimal. Wir hatten ein paar verrückte Spiele gegen Osnabrück, Saarlouis oder vielleicht auch heute. Mal hören, was er sagt. Yeah, I wanted to be polite, honestly, but now my adrenaline is a little bit high. So I try to be polite now, to give you an answer. But honestly, first of all, we or I have to say big thanks for my players, because what they did until now in the season, it's not magic, it's more than magic. Because a lot of people doesn't know how we are practicing. If you told me something about the preparation, we don't have a preparation. If I want to be honest, we don't make a preparation. So we have 6 players, injured players, we don't have enough players, we don't have enough quality players on the practice. Honestly, this player, what we are did until now, it's a magic. It's a magic. Okay, also Coach Toni geht auf die Trainingssituation ein. Es sind sehr viele kranke Spieler unterwegs. Wir haben verletzte Spieler. Es ist bekannt, dass wir seit der Verletzung von Julia Rusevic nicht nachverpflichten konnten, weil sich nichts Adäquates auf dem Markt gefunden hat. Das lässt natürlich die Trainingsqualität leiden. Und da ist er überhaupt nicht glücklich, wollte das aber jetzt sehr polite, sehr freundlich ausdrücken. Sorry, if you let me, I just want to explain the whole situation. Because my philosophy is to doing not just a quality practice, doing a competitive practice. Because if you see our roster, Sammy Hill, the Canadian national team player, the Finnish national team player, the Swiss national team player, Joey, She is the candidate to the German national team player position. So we have a lot of good players. They deserve to make a competitive practice, because if you don't have a competitive practice, we cannot improve. So that was the magic, what we are doing, what we did until now. Also ein Trainer, der sich komplett vor die Mannschaft stellt. Er möchte nicht nur ein gutes Training machen, er möchte auch ein wettbewerbsfähiges Training machen. Er hat Sammy Hill erwähnt als Nationalspielerin, er hat unsere beiden finnischen Nationalspielerinnen erwähnt. Er erwähnt Joey Klug, die er gerne in der Nationalmannschaft sehen würde. Er leidet also sehr darunter, dass das Competitive Practice nicht möglich ist. Only one thing about that, and all the time we have to see the whole picture globally. So everybody can tell me, or somebody can tell me, you beat Kelten. Yes, we beat Kelten. We beat I don't know which team. But if we have this type of the practice what we had, our performance will be all the time up and down, up and down, up and down. Because just thinking, we have to practice with 6, 7, sometimes 8 players. How can our players can handle this, mental-wise and body-wise? Ein Coach, der kein Blatt vor dem Mund nimmt, der eindeutig Verstärkung fordert. Aus sicherer Quelle weiß ich auch, dass dran gearbeitet wird. Toni, short answer for the coming year 2023. We are going in the second round in the division. Next time 18th in Kelter, next week we play in das Wort, das wir nicht aussprechen dürfen, in Osnabrück, Rheinland. What do you think about the coming games? We will do all of our best, how we did today, so it's no doubt. This is what I told to the girls in the locker room. I am very, very proud of them. Because they did this season, they gave us these results, they gave us this phenomenal victory against Kelter. But we have to react somehow to this situation. We have to decide why we do this and how can we do this. This is the question at this moment, I guess. Okay, ein Coach, der für seine Mannschaft eintritt, der sich da rein kniet, der seine Mannschaft lebt. Was will man Besseres haben? Vielleicht auch, wenn er kein Blatt vor den Mund nimmt. Coach Toni, thank you for everything, for your honest words, for being here, and good luck for next year. Yeah, thank you. See you, my friend, for the next beer. Have a good year. Habt ein gutes neues Jahr. Ja, dem schließe ich mich an. Übrigens, was sagt ihr zu meiner samtweichen Stimme?
fast nicht wiederzuerkennen. Ja, also, interessantes Interview. Vielleicht müssten wir ein bisschen was rausschneiden, aber so sind wir in Nördlingen. Und wir Schwätzer, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Vielen Dank für alles, für die paar Leute, die noch hier im Bezahlsender dabei sind. Allen wünschen wir ein gutes neues Jahr, guten Rutsch, bleibt gesund und munter. Spart euch die 1,99, kommt in die Halle. Vielen Dank fürs Dasein. Tschö mit Ö. Gutes neues Jahr euch. Gleichfalls. Danke, Thomas. Ja, eine Ohrfeige, würde ich jetzt mal sagen. Das ist nicht nur eine Ohrfeige, das war... Ja, es ist... er sagt, er ist emotional ganz oben. Er stellt sich immer hinter sein Team. Ja, aber was er ja sagt, einfach ist, mal die Situation die aus Sicht der Angels, wie es halt Woche für Woche auch im Training aussieht, dass hier keiner mitbekommt. Ja? Ja, aber also, ja, keine Ahnung. Ich meine, wie schwer kann es sein, da Spielerinnen ranzukriegen, um einen, ja. Ja, Ausfall, dass hier der Ersatz noch nicht da ist, da wird dran gearbeitet. Und dass du krank und verletzt immer mal bist, das... Aber im Endeffekt ist es doch ein, wo würden wir stehen, wenn wir anständig trainieren können? Er sagt ja, er macht überhaupt keine Vorbereitung, sondern es ist... Er sagt, es ist noch nicht mal mehr Magie, was hier passiert, sondern er reagiert es ist mehr auf als dies, Magie. Ja, er reagiert auf die Situationen. Ja, ich sehe ihn jetzt gerade bei Luisa stehen, vielleicht legt er da mal ein gutes Wort ein. Ja, das ist nicht das Thema. Ja, man wird ja noch träumen dürfen. Ja. Ich würde so gerne einfach mal sehen, was Luisa jetzt nach 1,5 Jahren in der nächsten Liga einfach mit dieser Liga machen würde. Das würde mich einfach wahnsinnig interessieren. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben. In diesem Sinne. In diesem Sinne setzen wir Abspann begeben. Ja, wir sagen guten Beschluss, guten Rutsch. Ich weiß gar nicht, mit wem ich noch rede. Es ist wahrscheinlich eher so ein Selbstgespräch. Oder Danny, du hörst mich noch. Ja, ich höre dir gerne zu. Ich weiß nicht, ob der Kurt in Neuseeland noch... Grüße nach Neuseeland, ob er sich schon vielleicht verabschiedet hat oder nicht. Ich an seiner Stelle wäre schon am Strand, muss ich ganz ehrlich sagen. Neuseeland ist auch gerade Sommer, da kann man an den Strand gehen. Gutes Neues, ich hoffe, wir können nächstes Jahr wieder senden und nicht nur bezahlen lassen. Zum Schluss haben wir Glückwünsche nach Freiburg schon ausgerichtet. Gute Heimfahrt. Dennis hört doch eh keiner alles, mehr. Alles Gute, ja, okay. Was machst du heute Abend so? Was sind das hier für Angebote, die hier von der Seite reinkommen? Alles Gute. Du hustest genauso wie ich, also von daher werden wir, glaube ich, um Caloabo einwerfen und eine Mucosolvan und damit wir morgen das Ganze mit Alkohol desinfizieren können dann wieder. Guten Beschluss. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Guten Start ins neue Jahr. Alles Gute. Bleibt gesund. Tschüss. Da so zugucken, hören.